1994 begegnete ein Thailänder namens Lungnok Elmi einer Kraft, die er Pure Energy, PE, nennt. Durch seine Erfahrung des spirituellen Erwachens hat er gesehen, dass diese Pure Energy im Zentrum jedes Kerns im Universum lebt, auch im menschlichen Körper. Und dass diese wesentliche Kraft existierte, bevor Materie oder Wesen geboren wurden. Pure Energy wird in verschiedenen Kulturen und Sprachen unterschiedlich beschrieben. Buddhisten nennen es Satu. Der Islam verwendet das Wort Amen. Christen sagen Amen. Hindus sagen Om, während Wissenschaftler es Äther nennen. Aufgrund seiner essentiellen Kraft erkannte Elmi, dass Pure Energy eine starke Heilkraft sein kann. Er begann, seine Weisheit zu teilen und reine Energie durch Radiosendungen zu übertragen. Jetzt, da Menschen auf der ganzen Welt von vielen Krisen wie dem Coronavirus, Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung, globaler Erwärmung und Naturkatastrophen betroffen sind, hat Elmi begonnen, seine Weisheit zu teilen und die Kraft von Pure Energy auch über Online-Stromübertragungen zu übertragen, als persönliche Versammlungen und Sitzungen in seiner Heimat Thailand. Durch seine Erfahrung des spirituellen Erwachens und der Verwirklichung seiner wahren Natur hat Elmi gesehen, dass Pure Energy verwendet werden kann, um alle Arten von Krankheiten und Zuständen zu heilen, die den Körper aufgrund unreiner Energie treffen. Er hat gesehen, dass Pure Energy von unreiner Energie umgeben und verdeckt ist. Elmi teilt die Wichtigkeit, mit Pure Energy zu arbeiten, anstatt gegen unreine Energie. Zum Beispiel verwendet er Pure Energy nicht, um das Coronavirus zu töten oder zu zerstören, weil er das Virus als ein Wesen mit eigenem Existenzrecht betrachtet. Stattdessen strahlt er Pure Energy aus und überträgt es, um uns zu schützen und sich auf Energien auszurichten, die unser körperliches und geistiges Wohlbefinden unterstützen. Aufgrund seiner eigenen tiefen Erkenntnis der verborgenen Wahrheit und Kraft von Pure Energy ist Elmi in der Lage, diese Heilkraft durch seine beiden bloßen Hände, durch Ton und durch seine Videosendungen zu übertragen. Er kann auf das Pure Energy zugreifen, aufgrund seiner eigenen tiefen Erkenntnis der verborgenen Wahrheit und Kraft von Pure Energy ist Elmi in der Lage, diese Heilkraft durch seine beiden bloßen Hände, durch Ton und durch seine Videosendungen zu übertragen. Er kann auf das Pure Energy zurückgreifen, das in jedem Photon vorhanden ist, und es anderen anbieten. Diese Frequenz kann sowohl den Zuschauern direkt zugutekommen, als auch ihnen helfen, auf diese Heilkraft in sich selbst zuzugreifen und sie zu verwirklichen. Der Vorgang kann 15 bis 25 Minuten dauern. Unterschiedliche Betrachter können mehr oder weniger Auswirkungen der Energie spüren. Eine der häufigsten Auswirkungen ist ein Gefühl von Hitze. Einige werden sogar ins Schwitzen geraten, was laut Elmi ein Zeichen für die durch Pure Energy erzeugte Immunität sein kann.
Amy erkennt, dass die Fähigkeit, Pure Energy zu empfangen und darauf zuzugreifen, von Person zu Person unterschiedlich ist. Nach dem Erleben dieses Prozesses werden die Zuschauer aufgefordert, ihre Gefühle mitzuteilen und zu fragen, wie viel Prozent der Heilung sie in ihrem Zustand empfinden, damit Amy ihnen helfen kann, ihre Fähigkeit zu vertiefen, sich der Energie zu öffnen und sie zu empfangen. Amy teilt seine Präsentation jeden Abend von 8 bis 11 Uhr Bangkok-Zeit auf Facebook und YouTube mit der Welt. Zuschauer können seine Videopräsentationen auch auf seinem YouTube-Kanal Long Nok Pure Energy finden. Amy teilt die Heilkraft von Pure Energy frei zum Nutzen aller Menschen in diesen Zeiten großer Veränderungen und Chancen.